Rat. Hallo. Hallo. Grüß Sie. Schönen guten Tag. Grüß Sie. Hallo. Ja, was haben wir denn hier? Metall auf der ISPO. Was hat das zu bedeuten? Metall auf der ISPO. Wir bauen Kocher, bayerische Kocher, die wir aber in die ganze Welt exportieren. Unsere Kocher sind speziell darauf ausgelegt, dass sie mit Holz funktionieren. Wir haben ganz kleine Kocher, wir haben aber auch große, klappbare Kocher. Wenn sie in der Natur sind, sie können einfach Holz verwenden, um mit diesen Kochern zu kochen. Der große wird bis zu 800 Grad heiß. Sie können darauf sich ein Gericht kochen. Wasser kocht in 4 Minuten sprudelnd auf dem, weil diese Kocher durch den Kamineffekt sehr, sehr heiß werden. Die Kocher sind sehr variabel. Sie können die neben Holz mit vielen verschiedenen anderen Brennstoffen einsetzen. Sie können diesen Kocher zum Beispiel mit dem sogenannten Tangierbrenner einsetzen. Dazu werden die Topfauflagen hier in der Mitte eingeklemmt. Sie können ihn mit Esbit einsetzen. Es gibt dazu verschiedene Grillaufsätze, sodass Sie Ihr Steak grillen können. Sie können damit sogar einen Toaster machen. Also ich kann damit grillen, ich kann damit kochen und es ist wirklich auch im Rucksack transportabel. Der große Vorteil ist, dass alle unsere Kocher klappbar sind, also sich ganz klein zusammenlegen lassen und dann im Rucksack ganz platzsparend und auch sehr gewichtssparend transportiert werden können. Sie brauchen keinen Brennstoff mittragen, sondern haben nur das Gewicht des Kochers. Für wen ist das jetzt speziell entwickelt worden? Das ist entwickelt worden für Leute, die gerne draußen sind, ganz breit, von Wanderern, die in den Bergen sind, nicht so viel Gewicht mittragen wollen, bis hin zu Leuten, die auf Expeditionen sind, die lange Reisen machen, auch militärische Anwendungen. Wir haben ein ganz, ganz breites Spektrum an Kunden. Eigentlich alle Kunden, die aus irgendeinem Grund gerne oder viel draußen sind und sich dabei komfortabel verpflegen wollen. Können Sie mir einmal kurz zeigen, wie schnell so ein Kocher hier aufgebaut ist? Ja. Dieser Kocher, den ziehen Sie einfach nur auseinander und die Teile fallen von selber in Position und er ist fertig aufgebaut und fertig zur Benutzung. Das ist der größte, den Sie da haben? Das ist der größte, den wir da haben. Dieser kleine Kocher hier, das ist der Liebling der Damen, weil er einerseits ernsthafte Anwendungsmöglichkeiten hat. Wir verkaufen den zum Beispiel für ins Militär. Aber er ist auch sehr schön, um sich da drauf mal einen Kaffee warm zu stellen mit einer Teekerze. Und der ist dann halt, der passt mir sogar in die Bauchtasche. Der passt sogar in die Geldbörse. Ne? Der lässt sich auseinanderlegen und passt auch in die Geldbörse. Kann aber, wenn man zum Beispiel mit Esbit, also mit Brennstoffwürfeln ihn betreibt, erzeugt er sehr, sehr viel Energie, also sehr viel Hitze. Und man kann selbst darauf kochen. Das ist eigentlich gedacht als Notkocher, also speziell für Wanderer, für Leute, die in Bergen unterwegs sind. Aber eben, wie gesagt, auch militärische Anwendung oder einfach im Büro, um die Kaffeetasse draufzustellen. Ich glaube, das ist der kleinste Kocher, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Der kleinste Kocher der Welt. Ist der kleinste Hobo-Kocher der Welt, tatsächlich. Das ist Und auch der kleinste Notkocher der Welt. Sie können den, wie gesagt, in der Brieftasche oder in der Geldbörse transportieren. Also das ist eigentlich so ein Teil, was jeder in seiner Notfalltasche mit dabei hat. Absolut, haben deshalb heißt er auch EDC-Box. Also toll. Everyday Carry für eben die Notfalltasche. Ich weiß aber, Sie haben uns noch was mitgebracht jetzt hier auf der ISPO. Denn man muss ja das Feuer auch irgendwann mal anmachen. Um Feuer zu machen, haben wir unsere Feuerpumpe, die auf einem sehr alten Prinzip des Feuermachens beruht, nämlich es wird Luft komprimiert wie im Dieselmotor und dadurch wird Hitze erzeugt. Das heißt, man führt hier Zundermaterial ein. Hier ist schon ein bisschen Zunder, den wir selber herstellen. Das hier, ne? Genau. Das ist das Material. Zunderschnur wird hier eingeführt. Der Kolben wird eingesteckt und dann wird über Kompression die Luft so stark erhitzt, dass ein Feuer oder eine Glut entsteht und diese Glut kann dann weiterentwickelt werden zu einem Feuer dann. Oder man kann sich natürlich auch eine Zigarette damit anzünden und als Partygag Spaß damit haben. Die Feuerpumpe hat außerdem noch ein kleines verstecktes Gimmick. Und zwar also erstmal hier eine Entlüftung, damit man den Kolben wieder reinkriegt. Und im Griffstück haben wir ein Feuerstahl versteckt. Und mit diesem Feuerstahl kann man dann alternativ auch noch Feuer machen. So wie früher. So wie man es auch noch kennt. Und wie heute das aber auch die Bushcrafter sehr stark machen. Oder auf der anderen Seite haben wir noch ein wasserdichtes Fach, um darin Zunder zu transportieren. Also ich finde das wirklich alles sehr spannend und ich danke Ihnen erstmal fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wünsche Ihnen natürlich auch eine erfolgreiche ISPO. Dankeschön. Und
Ja, ich hoffe, wir werden demnächst ganz viele Leute mit den kleinen Kochern hier im Wald sehen. Ja, und wir freuen uns, dass wir bayerische Technologie in die Welt ganz bringen. Toll, denn alle super. Unsere Geräte sind in Deutschland hergestellt, in Bayern sogar hergestellt. Made in Germany. Made in Germany. Dankeschön, Herr Dankeschön. Vielen Dank.